Hallo ihr Lieben, heute habe ich noch meine Neuzugänge vom Januar für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Im Januar sind wieder einige Bücher bei mir eingezogen, einige davon habe ich schon gelesen und euch auch schon vorgestellt und die zeige ich euch wie immer jetzt als allererstes, weil das ja wie gesagt die Bücher sind, die ihr schon kennt. Und zwar habe ich im Januar bekommen und auch gleich gelesen Angel Fall Teil 3 Am Ende der Welt von Susan E. Das ist ja der dritte und letzte Teil der Angel Fall Reihe und ich muss sagen, boah, dieses Buch, es war so gut. Das Ende hat einige Fragen offen gelassen, was ich jetzt allerdings nicht schlimm finde, weil man da so für die eigene Vorstellung und für die eigene Fantasie ja noch so ein bisschen Freiraum hat. Und ja, der dritte Teil war ganz, ganz toll. Ich kann diese Reihe wirklich nur jedem empfehlen, der gerne Engelgeschichten liest und ja, oh, Penryn als Protagonistin in diesem Buch, sie ist einfach so, 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 so toll. Und ja, ich liebe, liebe, liebe Angel Fall. Und ja, das ist bei mir im Januar eingezogen und gleich gelesen worden. Das zweite Buch, was im Januar bei mir eingezogen ist, ist dieses hier. Love Diamonds, will ich immer sagen. Nein, das heißt Diamonds for Love, voller Hingabe von Leila Hagen. Und das ist eine richtig süße Liebesgeschichte. Also es ist eine erotische Liebesgeschichte. Die Erotik steht hier aber nicht im Vordergrund. Natürlich schmachten sich unsere zwei Charaktere immer mal wieder an. Aber es ist jetzt hier nicht vorrangig Erotik, worum es in diesem Buch geht. Sondern es hat auch noch eine Handlung, Gott sei Dank. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich mochte die Geschichte sehr. Und ja, jeder, der gerne so erotische Liebesgeschichten liest, sollte sich dieses Buch auf jeden Fall mal angucken. Ich mag es. Alles im Januar außerdem noch bei mir eingezogen. Dieses Buch hier, Versprechen der Sehnsucht von Nalini Singh. Das ist eine Kurzgeschichtensammlung der Autorin. Das heißt, wir haben hier vier kurze, knackige Geschichten in diesem Buch. Und, diese vier Geschichten haben mir auch gut gefallen. Die eine Geschichte war ein bisschen weird, also die war ein bisschen verrückt im Ansatz, wo ich mir dann so dachte, wow, warum tut sie das? Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Aber ja, es ist Nalini Singh und sie schreibt ganz, ganz toll. Und ich mochte die Geschichte auch auf ihre Art, auch wenn sie so ein bisschen crazy war. Und auch hier kann ich nur sagen, jeder, der gerne erotische Liebesgeschichten liest, sollte sich Versprechen der Sehnsucht von Nalini Singh auf jeden Fall mal angucken. Ich verlinke euch zu den drei Büchern die Videos, die sind ja schon online. Da verlinke ich euch die Videos einfach mal hier oben mit drin oder unten in der Infobox, eins von beiden. Falls ihr da mehr zu den Büchern wissen wollt, schaut einfach in den Videos vorbei. Ansonsten kommen wir jetzt zu den anderen Neuzugängen und zwar ist noch eingezogen Wonder Woman, Kriegerin der Amazonen von Leigh Bardugo. Ich habe dieses Buch immer noch nicht gelesen, Schande über mein Haupt, aber ich habe diesen Monat sehr, sehr viele gemeinsame Lesen und dadurch komme ich irgendwie nicht hinterher, gerade dieses Buch zu lesen. Ich möchte es jetzt aber auf jeden Fall nächste Woche mit lesen und euch dann natürlich auch gleich sagen, wie es mir gefallen hat. Ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte und ich bin gespannt, was Leigh Bardugo aus Wonder Woman gemacht hat. Und ja, freue mich schon sehr auf die Geschichte. Und ich denke, Wonder Woman dürfte eigentlich jedem ein Begriff sein, spätestens seitdem letztes Jahr ja der Film rausgekommen ist. Und deswegen brauche ich, glaube ich, jetzt auch nichts weiter dazu zu sagen. Dann im Januar noch bei mir eingezogen ist dieses Schätzchen hier, Game On 4, Trotz allem du. Das ist der vierte Teil der Game On-Reihe. Ich habe dieses Buch auch schon gelesen und ja, das Video kommt dazu dann auch demnächst online. Und es war wieder so schön, ne? Ich liebe ja die Game On-Reihe von Kirsten Callihan. Sie schreibt so tolle Charaktere und dieses Buch war so lustig und es war einfach toll. Dieses Buch ist einfach eine richtig tolle Liebesgeschichte und ich mochte Chaz und ich mochte Finn und ach, es war einfach so, so toll. Und ja, ich kann euch die Game On-Reihe auch wirklich nur empfehlen und wie gesagt, Video kommt dann demnächst online, da erzähle ich euch dann auch mehr zur Geschichte. Dann noch im Januar eingezogen ist dieses Buch hier, mein aktuelles Currently Reading, Mr. O. Ich darf dich nicht verführen von Lauren Blakely. Mr. O ist tatsächlich der zweite Teil zu Big Rock von Lauren Blakely. Und zwar geht es hier um die Schwester von Spencer, dem Protagonisten aus dem ersten Teil, und dessen besten Freund Nick. Und ja, die beiden haben ihrem Bruder im ersten Teil einen Streich gespielt und haben so getan, als würden sie etwas miteinander haben. Und ja, der Streich ist den beiden damals auch gelungen. Und seitdem die beiden Spencer diesen Streich gespielt haben, empfindet Nick mehr für Harper und ja, die Gefühle werden immer stärker und er weiß langsam nicht mehr, wie er so damit umgehen soll und das Buch ist bisher aus seiner Sicht geschrieben, was mir auch wieder sehr, sehr gut gefällt und ich muss sagen, Mr. O ist bisher sehr, sehr lustig und gefällt mir bisher auch ein bisschen besser noch wie Big Rock. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Geschichte weitergeht. So viel habe ich ja jetzt noch nicht gelesen, also ich bin jetzt wie gesagt noch relativ hier am Anfang und ja, ich bin gespannt, was mit Harper und Nick jetzt noch so passiert. Wie gesagt, bisher war es sehr, sehr lustig. Ich habe sehr, sehr gelacht und ja, werde euch natürlich auch berichten, sobald ich dieses Buch gelesen habe, wie es mir gefallen hat.
Dann ist noch eingezogen dieses Schätzchen hier, Rückkehr des Lichts. Das ist der zweite Teil zu Königreich der Schatten. Das ist auch gleichzeitig der Abschluss dieser Dilogie. Und ja, ich habe dieses Buch schon fertig gelesen. Ihr kriegt dann auf jeden Fall auch noch eine Reihenvorstellung von mir. Und ich sage jetzt nichts weiter zu diesem Buch und wie mir das Buch gefallen hat. Da müsst ihr dann definitiv in die Reihenvorstellung gucken. Ich kann nicht nur sagen, dass dieses Buch ganz anders ist, wie ich es erwartet hatte. Und damit wären wir auch schon beim letzten Buch für dieses Video, auch noch im Januar eingezogen ist bei mir, Sais, die Hüter des Todes von Neil Schusterman. Ich wollte dieses Buch schon so lange haben und ja, habe es mir jetzt im Januar einfach nochmal mit gegönnt. Besser gesagt, mein Freund hat es mir gegönnt, denn ich hatte zu Weihnachten von ihm zwei Handyhüllen bekommen. Und beide Handyhüllen waren einfach mal zu klein, obwohl es für das richtige Handy bestellt worden war. Und dann haben wir diese Handyhüllen zurückgeschickt und dadurch hatten wir dann einen Gutschein. Und da habe ich gesagt, ich will keine neue Hülle, ich behalte jetzt halt die, die ich habe. Und ja, habe mir dann stattdessen Sais dafür ausgesucht und freue mich schon jetzt sehr, dieses Buch zu lesen. Und es glänzt einfach so krass, das ist so übel. Und ja, ich möchte es auf jeden Fall ganz, ganz bald lesen. Der zweite Teil kommt da jetzt, glaube ich, im März auch mit raus. Und ich weiß gar nicht, ist das auch eine Dilogie oder ist das eine Trilogie? Ich weiß es gerade gar nicht. Und was klebt denn hier auf dem... Bitte, irgendwas... Oh Gott, irgendwas Zuckriges klebt hier drauf. Ach, so, ich muss mit dir noch staubsaugen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, Sais dann mitzulesen und werde euch dann natürlich auch berichten, wie es mir gefallen hat. Ich glaube, ich brauche zu diesem Buch auch nichts weiter sagen. Das Buch ist hier auf BookTube ja extrem rumgegangen, damals, wo es rausgekommen ist. Und jeder, der es jetzt doch nicht kennt und wissen möchte, worum es in diesem Buch geht, ich verlinke euch die Bücher wie immer unten in der Infobox. Da könnt ihr dann einfach auf den Link klicken und dann selber lesen, worum es in diesem Buch geht. Das waren meine Neuzugänge vom Januar. Und ich finde es so krass, dass der Januar schon wieder vorbei ist. Das ist wahnsinnig, wie die Zeit vergeht. Und ja, egal. Auf jeden Fall freue ich mich über meine neuen Bücher, die bei mir eingezogen sind im Januar. Jetzt für den Februar habe ich auch schon drei Neuzugänge, die ich mir gekauft habe gestern. Die zeige ich euch dann aber im nächsten Video. Und ja, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.